Hallo, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Kotz. Ja, die Ausfahrt mit Gerste geht weiter auf Feld 1. Ja, ich wünsche mal einen schönen Samstag. Und ich starte mal hier absenken und TT, Gas geben. Ja, hier geht's weiter. Ja, die Ausfahrt. War das leider so? Hier gibt es nur die Möglichkeit, entweder gucken zu, wo ein Helfer arbeitet, den wir vorher einstellen müssen. Mittendrin jetzt ein Hardrücken und Helfer ist nicht, haben wir nicht da. Festangestellte haben wir auch nicht, nur leihweise, stundenmäßig. Ansonsten, das andere wäre echt teuer, monatlich. So viel Geld haben wir gar nicht, ne? Ist ja halt mal so. So, gleich mal. Bremsen. Aber nicht zu viel. Weit fahren, ne? Gut, hier sind zwar nur Sträucher. Bei Bäumen macht es kräftig Bums. Reparaturen können wir uns aktuell nicht erlauben. Da wollen wir hin. Bremse. Absenken. TT, Gas geben. Ja, das geht gut voran jetzt hier. Wohl warm hier mit Luft auch machen hier. Aber wir zum Glück nächsten Tage ein bisschen kühler. Dann kann sich auch langsam in der Wohnung sich auch ein bisschen auskühlen. Normalen Temperaturen. Hier im Computerraum ist eh meistens zu warm. Die Geräte heizen für sich. Ist ja halt mal so. Monitor ist ja fast wie eine Heizung. Nehmen wir die Spur. Nicht lange rumzaubern, ne? Ach, die Mietfrist, ja, ja gut. Das ist unser Traktor, den wir geliehen haben für Feld Nummer 49. Brauchen wir nicht mehr. Und die Leihfrist auch, ja. Melissa Rehm oder wie es heißt. Ja, leider sind das die Personen, wenn man sie schaut, wie sie arbeiten. Sie sehen genauso aus wie ich. Das ist schon ein bisschen schade. Aber gut, der Rest ist okay. Die machen ihre Arbeit meistens zufriedenstellend. Feld 1 und Feld 7, da ist es leider so, dass sie beim Speichern und beim Laden das nicht der Fall ist. Die brechen die Arbeit ab und melden es fertig. Aber wenn man nicht gerade aufhört zu spielen und weitermacht, dann geht das ganz normal durch. Muss es halt wissen, ne? Alle anderen Fälle, die ich bisher gemacht habe, also die ich besitze, da habe ich dergleichen noch nicht gemerkt. Das ist Strauß schuld. Normal machen wir aber nicht in der Spur. So. Oh. Kontrolle. Ja, da wäre eine Kamera oben nicht schlecht, ne? Ein kleiner Monitor und oben für hinten. Den brauchen wir nicht drehen. Also gut, das ist ja auch ein alter B-Truck in Anführungszeichen. Die hatten ja sowas früher gar nicht. Aber das lässt sich heute gut nachrüsten. Das ist nicht weiter schlimm. Wenn man es will, ne? Also eine Kamera
brauchst kein Vermögen, muss man halt sauber gehalten werden. Also recht hoch halten, dass da kein Dreck reinfliegt oder wenig. Und Monitor und klein, das ist auch kein Problem. Ja. Smartphone-Größe oder Tablet, ist schon getan. So in der Art, ne? Ja, Frage Nummer 6. War ein schöner Samstag. Habe ich glaube ich einfach schon getan, dann weiß vergesse ich dann oft. Leider ist das so. Ja, das Gewicht geht auch weg, passt schon. Ich glaube 2000 Kilo bin schwer gewesen. So. Abgesenkt ist. Gas gehen. Ja, hier geht's weiter. Wie immer. Schauen wir mal, das Feld heute fertig kriegen. So Notrest morgen. Ich werde mal diese Folge nicht so lange machen, weil ist schon schlecht für den Algorithmus, wenn man da. Ja, ist halt so, ne? Ist halt leider eintönig zur Zeit. Aber wenn ihr Wünsche habt oder Anregungen, immer rein damit. Die Tiere muss ich ein bisschen warten, bis ich das irgendwie gekleingelt habe für. Ja, ich muss mal sehen, was ich an Silage hinbekomme, ne? Obwohl man kann ja Futter, glaube ich, kaufen, glaube ich. Lass mal gucken. Wenn man sich dann Getreide zukauft, dann kriegt man Getreide schon, zumindest ein Heu. Wenn man Heu hat für Winter, geht es ja auch, ne? Wir hatten noch früher mit Rüben zugefüttert. Man musste aber die Rüben putzen, ne? Also den Dreck von der Erde musste runter sein. Das sollte nicht ins Futter rein. Heute hätte ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Die haben Silage gefüttert. Aber nur reine Silage. Kein Mischfutter, sowas gab es früher noch nicht. Ja, warum weiß ich auch nicht. Stroh hatten sie mehr als genug. Der Heu war leider ein bisschen. Ich würde sagen knapp, aber es war doch ein bisschen aufwendiger zum Lagern. Ne? Die hatten das Stroh meistens lose gelagert. Für die Mitglieder haben sie im Ballen gepresst, die kleinen handlichen Ballen. Und ansonsten lose. Und das Heu wurde im Heuboden gelagert. Auch lose. Das haben sie mit so einem großen Gebläse hochgeblasen, also wie eine Kanone, so ähnlich. Aber da muss Wetter mitspielen, ne? Wenn man zu trocken, zu nass war, dann, ja, dann war es schlecht mit Heu machen. Ja, was für ein Ziel wollen wir uns setzen? Was meint ihr? Wann können wir hier sagen, wir haben fertig? Alle Felder gehängt? Das wäre schon eine Herausforderung. Und einmal komplett den Stall voller Rinder und die einmal komplett verkauft. Das wäre die nächste Herausforderung. Dann kann man ja beides machen, ne? Gut, da haben wir so früh hochgehoben, also die Molken erwenden, ne? Dann sagt man so als Ziel Nummer 1 die Felder kaufen. Alle. Alle Felder.
Das ist machbar. Frage, wie lange? Das ist die andere Frage, ne? Bis Weihnachten sicherlich nicht. Glaube ich nicht. Eher für nächstes Jahr. Und ich muss jetzt anfangen, Felder kaufen, so oder so. Sonst kommen wir auch nicht im grünen Zweig, ne? Also finanziell meine ich. Muss ich mal sehen, was die Lage jetzt bringt bei der BGH. Aber ich befürchte eher, dass es kein großes finanzielles bringt. Also befürchte ich, kann mich gerne irren. Hoffe ich jedenfalls. Das Geld verdienen ist ja hier in erster Linie. Bürgermeister kann man hier nicht werden, ne? Gut, dann mal das nächste Mal nehmen, ne? Ja, hier ist ein bisschen eingeschränkt, weil man im Prinzip alleine spielen darf, ne? Müssen ja nicht, ne? Sonst zu sagen, ne? Aber wie gesagt, das ist zu zweit, ist dann irgendwo, das erhöht den Reiz, ne? Wer hat hier die Bäume gepflanzt? Kann doch gar nicht rum im Guten hier. Aber irgendwie schon, ne? Dünger sieht ganz gut aus. Aber wir haben noch drei Felder, also das wird nicht reichen. Müssen wir mal nachkaufen, sicherlich, aber das hat er auch nicht heute. Irgendwann nächste Woche. Ja, dann ist der August schon zu Ende, wenn die Folgen kommen hier, ne? Wahnsinn. Start im September. Wie schön. Also der Sommer ist vorbei. Ich kann mir schon ganz sicher sagen, dass noch mal einige Tage warm werden werden. Das ist gut möglich. Aber den großen Brenner ist es dieses Jahr nicht gewesen. Obwohl ich persönlich, mir ist das im Grunde kühl lieber als zu heiß. Spare ich Strom wegen der Klimaanlage. Die arbeitet eh nicht ordentlich, muss man sagen. Werde ich wahrscheinlich entsorgen. Es kann auch sein, dass das Kühlmittel wahrscheinlich wieder weniger wird. Das wird es vielleicht auch sein, dass es nicht richtig kühlt. Also, ich weiß es nicht. Beim Auto kann man ja bei der Werkstatt machen, ne? Auffüllen bzw. reinigen und dann auffüllen lassen. Aber bei der herkömmlichen Klimaanlage weiß ich jetzt nicht genau. Dann müsste ich mir nächstes Jahr, wenn das bald ist, noch eine andere besorgen. Mit zwei Kreislaufsystemen. Gibt ja mittlerweile, habe ich gesehen, das sind bestimmt auch zwei Einheiten. Die eine stellt man nach draußen und die andere nach innen. Und der Clou ist, da gibt es einen Schlauch, den man verbindet, ne? Also wo sicherlich Strom und die Kühlmöglichkeit also getauscht wird. So man im Prinzip nicht so wie jetzt Zweikreis, also dass quasi die Luft von draußen reingesaugt wird. Was ja kontraproduktiv ist. Das andere noch besser, man hat draußen die Wärme und drin die Kühle, ne? Also Einheit. Da muss ich mal schauen, nächstes Jahr. Ist ja nicht mehr, das lohnt nicht mehr. So, bald fällt eins fertig, ne? Dann macht Nachgewinnerarbeit, ne? Die Ecke hier oben kann verzichten. Müssen wir eh die Spur langziehen, also. Erstmal oben und dann schauen wir gleich mal nach und machen die Lenkung raus, sonst spinnt der total. So. Und anhängen. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Alles schon Rest Samstag.
Oder? Na, tschüss. Ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Cat und Cops. Und wir machen dann auf Feld 6 weiter. Tschüss. Und nochmal schönen Dank fürs Reinfahren. Tschüss.